So, dann trennen wir uns mal von diesem menschlichen Ingrim-Geweihten. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Na gut. Wir wollten schlafen. Und uns nebenbei noch überlegen, ob wir noch irgendetwas brauchen. Also außer die Kleidung von dem Krämer. Wir hätten gerne eine Suite für eine Nacht. Wir werden nicht meditieren. Wir könnten einen Stabzauber versuchen. Aber da wir gleich ins Gebirge ziehen, will ich lieber die Astralenergie in petto behalten. Also schlafen wir einfach. So. Ja, sehr schön. Alle außer Yallen voll. Und Yallen fehlen auch nur ein paar Astralpunkte. Oh, und wenn wir durchs Gebirge ziehen, sollten wir auch Myrim vorschicken, dass die mit ihrem Wildnisleben die Gefahren besser erkennt als Gwendolyn, die eigentlich in der Stadt sich nur auskennt. Und jetzt geht's zum Krämer. Schlauer Masker. Hallo, schlauer Masker. Wir hätten gerne Winterkleidung, die du nicht hast. Schade. Kletterhaken. Davon haben wir welche, aber nur zwei Stück. Die werden garantiert nicht reichen. Und die kosten nur 5 Heller, also kaufen wir mal. Sagen wir mal 16, dann hätten wir zusammen 18, also für jeden Helden 3 Haken. Dann kann er immer auf 2 Haken stehen, einen Haken über sich machen, auf den raufstehen und den unter sich wieder wegziehen. Das müsste passen. 8 Silberlinge, da wird auch nicht gefeilscht. 0,0. Und die geben wir auch gleich zu Tirik, damit alle bei einer Person sind. Und das passt auch vom Gewicht auch noch. Sehr schön. Also Werkzeug haben wir. Wir haben Wirselkräuter. Wir haben Getränke. Wir haben Heilkräuter. Genug Tanelen. Kein Winterzeug. Das ist natürlich schade, aber das kriegen wir auch so hin. Ein Heiler. Einen Heiler werden wir brauchen, wenn wir im Winter durchs Gebirge ziehen. Was haben wir noch? Wir haben genug Waffen, wir haben genug Pfeile. Wir haben volle Astralenergie. Besser vorbereitet können wir eigentlich gar nicht sein. Also, durch da. Wir wollen nach Orkanger und zwischendurch die Banditen aufmischen. Die müssten eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Deswegen halten wir auch schön Wache. Tirik, Gerogon. Kräuter suchen aber nur 3 Stunden. Und wir suchen kurz Essen, damit wir primär erstmal Wasser finden. Du kannst auch keine zwei Dinge gleichzeitig machen. Oh, wir haben sie aus Versehen für die Wache eingeteilt. Also Tirik, Gerogon, Quenlin und Mürren findet Wasser. Sehr schön. Und kann Gott sei Dank keine Tiere finden, sonst hätten wir gleich noch mehr Proviant in den Rucksäcken. Und das belastet uns ja nur. Jetzt, wo Erbo weg ist, müssen wir da echt drauf achten, auf unser Gewicht. Gwendolyn hat soeben die letzte Ration gegessen. In einiger Entfernung könnt ihr gedämpfte Stimmen vernehmen. Wollt ihr näher schleichen und nachsehen oder euren Weg fortsetzen? Hier waren wir schon mal und wir sind auch schon mal näher rangeschlichen und haben dann halt die Banditen gesehen. Sind dann aber umgekehrt, weil wir halt in keiner guten Verfassung waren. Also schleichen wir uns diesmal näher und übertölpeln sie dann. Auf einer Lichtung könnt ihr ein Lager erkennen. Etwa 10 verwegene Gesellen sitzen um das Feuer und vertreiben sich die Zeit mit Zechen und Würfelspiel. Offensichtlich handelt es sich um Wegelagerer. Wahrscheinlich gar diejenigen, die ihr schon einmal begegnet seid. Dreimal begegnet sind. Wir können das Lager stürmen, das Lager mit einem Pfeilhagel eindecken oder euch wieder von dannen schleichen. Die Elfen schießen immer gerne Leute in den Rücken. Das haben sie ja schon sehr oft bewiesen bei uns in der Gruppe. Also ein Pfeilhagel. Der Pfeilhagel hat jetzt bewirkt, dass es nur 6 sind statt 10. Das ist doch mal eine gute Quote. Also, Gerogon vor. Tirik vor. Abwarten. Eine geschlossene Front bilden. Mürrem. Geht mal dahin. Die Elfen haben hoffentlich alle ihre Fernkampfwaffen in der Hand. Jupp, das schaut gut aus. Und du stellst dich taktisch möglichst ungünstig irgendwo in den Weg. Oh, die schießen zurück. Das ist ja was ganz Neues.
Unfair. Nur wir dürfen schießen. Na komm, du gehst da ran. So, Waffe zerbrochen. Ach, gar nicht gut. Und du gehst wieder zurück. Ja, sie hätte eigentlich auch stehen bleiben können. So, hier haben wir jetzt gerade ein Fankämpfer-Duell. Aber ich denke mal, Yalan wird gewinnen. Du haust auf den. Unser Schaden ist jetzt gerade ganz schön verteilt. Und Gerugon haut sich selbst. Das heißt, der Kampf wird recht lange dauern, denke ich. Also normalerweise konzentrieren wir ja immer unsere Angriffe auf ein, zwei Räuber. Aber das ist jetzt ein wenig ungünstig, da halt die Fernkämpfer nicht so gut die Leute umringen können. Also könnten sie zwar, aber dann hätten wir ein, zwei Runden keinen Schaden. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So kriegen wir das auch schon hin. Besonders stark scheinen sie ja nicht zu sein. Wir hätten nämlich schon vor mehreren Wochen gegen die kämpfen können. Und da hätten wir es wahrscheinlich auch geschafft, hätten wir halt nicht vorher schon so viele Kämpfe gehabt. So, abwarten. Wir werden auf keinen Fall Astralenergie verwenden. Angriff. Halten vielleicht doch ein wenig mehr aus. Und den Rapier hat sie jetzt in der Hand. Wir müssen auf jeden Fall nach dem Kampf dran denken, den alten Rapier wegzuschmeißen. Denn in dieser Version, also in DSA 1, sieht man noch nicht, dass Waffen zerbrochen sind anhand der Grafik. Und es wäre ein wenig nervig, wenn wir dann losziehen würden, unsere Waffe nochmal bricht und wir dann zu der anderen zerbrochenen Waffe wechseln. Ja. So, du haust den. Komm schon, einer von denen muss doch umfallen. Der hier hat schon richtig viele Pfeile abbekommen. Und hält immer noch mehr aus. Und der hat gerade im Nahkampf geschossen? Das ist ja auch skurril. So. Rauf da. Komm schon. Komm schon. Ja, sehr schön. So, wo schießt du jetzt drauf? Du stellst dich mal dahin. Und hilfst Gwendolyn ein bisschen. Du schießt darauf. Zäher Bursche. Wirklich zäher Bursche. So, du könntest zwar da auch mit draufhauen, aber wenn die hier umkippen, dann müssen die Elfen sich wieder umpositionieren. Also haust du da oben rauf. Ja, alternativ könnte Gerugon gleich einfach um seinen Gegner rumgehen. Und danach geht Tirik um alle anderen drumrum und dann sind die Banditen so positioniert, dass sie wieder in Schussrichtung wären. Und natürlich fängt Tirik an mit Bewegung. Also, du sollst eigentlich dahin gehen, da hinten hinter. Aber das machen wir erst, wenn Gerugon vorgelaufen ist. Sonst stehen sie sich einfach nur gegenseitig im Weg und das muss ja nicht sein. So, du haust wieder da drauf. So, du läufst jetzt bitte schön dahin. Ja, das ist auch okay so. Dann stellt sich jetzt Tirik hinter den Banditen, der sich gerade vor Gerugon gestellt hat. Und so viel wie die Elfen gerade schießen, werden wir demnächst wirklich auch neue Pfeile brauchen. Ah, Pfeile. Ja, die hätten wir vielleicht den Feldstein noch kaufen sollen. Ich habe irgendwie immer daran gedacht, dass wir noch so viele in petto hätten. Aber mit denen ist ja Ervo durchgebrannt. Na gut, vielleicht haben die hier ja welche dabei. Ich meine, wenn sie selber Bogen benutzen, dann dürften ja auch ein paar Pfeile überbleiben, oder? Sollten wir auf jeden Fall die Daumen drücken. So, Tirik stellt sich da hin. Das war ein zu viel. So, du haust. Egal wen, die müssten eigentlich schon fast alle angeschlagen sein. Komm schon, umkippen. Im Nahkampf reißen wir wirklich nicht viel. Also was den Schaden angeht. Aber das ändert sich hoffentlich, wenn wir unsere erste magische Waffe finden. Und vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr in den Kampffertigkeiten kommen und in Körperkraft, Mut und Geschicklichkeit. Damit sich die Grundwerte für Attacke und Parade ein bisschen erhöhen. So, alte Option. Ah, ich würde ja gerne automatischen Kampf machen. Aber dann würden erstens die Elfen wieder in Nahkampf stürmen. Und Talana würde sich in den Weg stellen. Und nee, es muss nicht sein. Der zweite. Ah, Tirix Orknase ist kaputt. Gut, dass wir die eine gefunden haben. Aber trotzdem, so häufig kommt man an die nicht ran. Angriff. Oh, du musst dich ein wenig umpositionieren.
Also in der nächsten Stadt Pfeile kaufen, Orknase oder Niskraya kaufen. Das ist schon mal bisher auf der Liste. Mal gucken, was noch unterwegs dazu kommt. Ach ja, genau, Winterkleidung. Winterkleidung brauchen wir auch noch. Angriff. So, schieß auf den, der schon ziemlich angeschlagen sein müsste. Hat aber nicht gereicht. So, Waffe wechseln. Orknase. Also, Tirig, alte Waffe auswechseln nach dem Kampf. Gwendolyn, alte Waffe auswechseln nach dem Kampf. Es nimmt langsam Überhand mit den zerstörten Waffen. Aber schon sind es nur noch drei. Sehr schön. Du stellst dich mal dahin. Damit Myrim und Yalin den hier auch gleich treffen können. Du wartest ab. Und rauf da. So. Und auch mal getroffen. Sehr schön. Nee, du kannst von da aus schießen. So, jetzt mache ich... Es juckt mir echt nicht, die Finger, den Computerkampf anzumachen, weil es ist doch wesentlich einfacher. Aber ich probiere es einfach mal mit der Tastatur. Es wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, dass mit der Tastatur ja doch wesentlich schneller gehen würde. Und es sieht echt nicht schlecht aus. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich... Also bewegen. Dahin. Hey, das geht echt gut. Und ich muss weniger wüst rumklicken. Ja, schön. Dann machen wir jetzt ab sofort alles mit der Tastatur. Das war noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber das kriegen wir schon hin. So, Angriff. So. Und ist noch einer der Elfen dran, bevor der eine Dieb abhauen kann? Ja, sehr schön. Rücken schießen. Zack. Und erwischt. Haha, sehr schön. Du sicherst. Du schießt. Und jetzt hört ihr statt ewigen Mausgeklicke meine Tastaturgeklicke. Aber ist wenigstens mal was anderes. So. Die sind beide schon einigermaßen verwundet. Dürfte also noch eine Frage der Zeit sein. Komm schon. Einer der Nahkämpfer muss mal den letzten Schlag machen. Kann ja nicht angehen, dass die Elfen hier durchgehend am Abstauben sind. Zumal die, wie gesagt, nicht mehr besonders lange ihre Pfeile haben. So, abwarten. Und der konnte auf Anhieb fliehen. Schade. Du stehst da ungünstig. Lauf mal Gerogon vor die Füße. So, jetzt können wir den schönen Kreuzfeuer nehmen. Du bleibst einfach da. Oder wir können es auch nicht. Du kommst da nicht mehr rechtzeitig ran. Und er ist weg. Welche erbeuteten Gegenstände wollt ihr an euch nehmen? Eine Orknase? Wollen die mich veräppeln? Ist das jetzt Tiriks zerbrochene Orknase, die jetzt plötzlich wieder heil ist? Oder haben wir echt durch Zufall eine Orknase gefunden bei den Banditen? Obwohl die ja eigentlich mit Schwertern anscheinend, also laut Grafik da oben, und Bögen gekämpft haben. Na gut, stelle ich mal nicht in Frage, wir nehmen sie einfach mit. Und 60 Abenteuerpunkte. Wow, sehr schön. Und da war gar keine Höhle oder so? Oh, ist doch wohl einfach nur ein kleines Lager. Na gut. Also, wir wollten dran denken. Gucken, die ist zerbrochen. Die schmeißen wir jetzt weg. Und irgendwo müsste jetzt eine neue sein. Da, sehr schön. Und dein Rapier, Gwendolyn, war auch zerbrochen, richtig? Richtig. Er kommt also auch weg. So. Wachen aufstellen. Wir wollen nämlich möglichst schnell in die nächste Stadt, um abzuspeichern. Und dann müssen wir von da aus in der nächsten Folge gucken, wo wir weiterkommen. Denn ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt wir... Oh. Ein kaum erkennbarer Pfad windet sich hier zwischen den Felsen hindurch. Die ideale Stelle für einen Hinterhalt geht euch durch den Kopf. Nach knapp 50 Schritt endet der Pfad vor einer Höhle, der ein deutlicher Geruch nach Essen entströmt. Ist hier vielleicht die Banditenhöhle?
Aber warum haben die denn so weit außerhalb gelagert? Da gucken wir mal rein. Eine Höhle. Na gut. Dann speichern wir halt nicht in der Stadt ab, sondern hier. Speichern. Und ja, wir verlieren jeder einen Erfahrungspunkt. Das ist schon in Ordnung. So, LP 36. Und wir sehen uns gleich wieder.